Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Wild Arms mit mir, dem Draycan. Wir haben in der letzten Folge einen heroischen Bosskampf gehabt gegen Belzelg. Und leider ist dann danach doch der König in seinem Sterbebett gestorben und haben ihn noch zu Grabe getragen. Cecilia hat geschworen, die Dämonen zu verfolgen, die Träne zurückzuholen und hat sogar zum Beweis ihrer guten Absicht ihre Haare abgeschnitten und sie mal glatt um die Hälfte verkürzt. Und jetzt sind wir dabei, Cecilia abzuholen, denn eine Woche ist seit dem Angriff vergangen und werden jetzt, wie schon gesagt, Cecilia holen, wenn wir sie denn finden. Also wir sehen dort irgendwo ist ein Bett, wo sie steht. Ich werde das mal ein bisschen beschleunigen, indem ich laufe. Ich muss mich daran echt mal gewöhnen zu laufen. Und ja, ich hoffe mal, wir finden sie jetzt auch schnell, weil ich kenne mich mal null in diesem Schloss aus. Mal wahrlich null, ja? Also es ist ja irgendwo drinne. Ist ja schon mal ein guter Anhaltspunkt und dort, wo ein Bett ist. Aber Moment, wir hatten doch eine heroische Flucht hier einmal. Das war doch, das ist bestimmt in ihrem Gemach, wo sie gerade ist. Also hier kann es schon mal nicht sein. Und dazu mussten wir doch damals hier hochgehen. Also ich mache das jetzt mal in umgekehrter Reihenfolge von damals. Naja, was heißt damals? So lange ist das ja noch gar nicht her, wo wir uns hier rausgeschlichen haben, um den Dämonen die Träne zu geben. Also vor ein paar Folgen. Ich glaube, wir sind hier irgendwie schon auf dem richtigen Weg, weil ich kann mich an diesen Weg erinnern. Ja, jetzt hier rechts und da rein. Mein Gott, ist das hier umständlich. Und ich glaube hier nicht. Lauter Truhen, wie Hammer ist das denn? Eine Zaubermöhre, ein Superapfel, 1000 Geller, ein Mystikapfel, eine Frucht, eine Munition, nee. 100 Geller, eine Glückskarte und 500 Geller. Fette Ausbeute, eindeutig fette Ausbeute. Das ist der Priester Johann, der am Sterbebett vom König auch war. Bring die Prinzessin hierher und ich werde mit ihr sprechen. Das ist gut, das ist schön, das machen wir doch mal glatt. So, und ich glaube, hier war ihr Gemach. Man sagt das ja so, Gemach, ne? So aus dem Mittelalterlichen her. Hieß ja damals ja nicht Zimmer, soweit ich weiß. Ne? Oder geh in dein Raum oder geh in dein Zimmer, das hieß damals Gemach. Berichte ich mich bitte, falls ich doch falsch liegen sollte. Aber ich bin mir da so ziemlich sicher. Komm mal wieder vorbei. Definitiv. So, und da ist die Gute. Gefällt dir mein Haar? Es ist so einfach zu frisieren. Kann mich besser bewegen, ich kann nicht ewig trauern. Ich warte auf den Regenbogen, nachdem der Regen aufhört. Ich werde wieder stark sein, bitte nimm mich mit. Auf jeden Fall, Cecilia, ansonsten wäre unsere Gruppe ja auch nicht komplett. Und der Priester hat gesagt, wir sollen die Cecilia dahin bringen. So, na denn, komm und red mit uns. Schließlich, ihr drei. Ich hasse die Tatsache, dass ihr die Last ganz allein tragen müsst. Doch unsere Zukunft hängt von eurer Reise ab. Keine Sorge. Vater, zum Ruhme von Edelheit und Vilgaia will ich die Träne zurückerobern. Der Wächter des Wassers, Stoldark, hat mir von der Gefahr erzählt. Wenn du sagst, dass ich die Schamanenprinzessin der Wächter bin, dann bin ich stolz, die Unschuldige zu sein. Die Prinzessin hatte eine Vision, es gibt keinen Zweifel, du musst deinem Schicksal folgen, Prinzessin. Geh nach Westen durch den Bergpass und du wirst nach Milama gelangen. Dort findest du einen großen Schrein. Wenn du die Unschuldige bist, musst du dorthin. Ich weiß nichts von Schamanen, aber wenn ich helfen kann, werde ich tun, was man von mir verlangt. Also ab nach Westen. Ne? War doch so, oder? Kannst du mir das nochmal erzählen?
Wenn du dem Schild folgst, solltest du schon. Gut, also doch Westen. Ich habe mich nicht verhört. Verlesen. So, und wir werden jetzt erstmal einen Ausgang hier finden, weil die Burg ist, wie gesagt, mal einfach zu groß, um sich hier auszukennen. Ne? Also Putzkraft möchte ich hier nicht sein, weil hier gibt es bestimmt eindeutig viel zu putzen. Ah, super, geil. Aua, das tut doch weh, komm, hör auf. So, ich denke mal, wir gehen hier einfach mal runter und kommen dann doch immer ins Erdgeschoss. Lässt du mich durch? Beschütze bitte die Prinzessin und Filgaia an unserer Stelle. Sicher doch, ihr beschützt die Burg, ich rette die Welt. Ist doch mal ein Abkommen. Erfülle bitte die Wünsche des Königs. Der König ist tot, lang lebe der König. Oder wie war das? Wer wird eigentlich Nachfolger? Das ist eine gute Frage. Wird's überhaupt einer? Die Monster verschwanden so schnell, wie sie erschienen. Ich habe keine Ahnung, wie sie hinein und heraus gelangten. So, wir gucken nochmal nach dieser einen Statue hier, die rechts, links, ja, das andere rechts, ich weiß, links ist. Irgendwie habe ich das im... Ach Gott, die ist zerbrochen. Ich habe immer an die Wächter geglaubt, was auch geschah. Wem können wir sonst glauben? Mir. Am besten mir. Die geschändete Statue von Seljuks. Moment mal. Geht das? Nicht. Schade. Wäre aber eine Idee gewesen, ne? Können wir sie denn sprengen? Sprengen ist eine tolle Sache, ne? Auch nicht. Gut, ich denke mal, ich weiß nicht, irgendwie... Habe ich das im Gefühl, dass wir da noch eine Rune kriegen? Und ja, wir werden jetzt einfach mal weitergehen. Die Stadt Milama über dem Bergpass wird ebenfalls von den Wächtern beschützt. Das ist schön zu wissen. Es gibt auf der Welt keinen sicheren Ort mehr. Der Bergpass im Westen ist ebenfalls voller Monster. Alle reden so auf einmal von dem Bergpass, als wenn die wissen, wo wir hinwollen. Dies ist die Stadt Edelheit. Wir wurden von schrecklichen Monstern brutal angegriffen. Ja, das finde ich auch schrecklich. Brutal auch gewesen. Und wir gucken nochmal hier im Ausrüstungsstore. Buch mit dem Titel... Nein, möchten wir nicht lesen. Da ist ein Schlitz, wo man etwas einwerfen muss. Was kann man denn da einwerfen? Also ich wusste erstmal nichts. Jo. Schade, dass man keine Frucht kaufen kann, ne? Weil die belebt uns ja wieder, ne? Belebt uns ja wieder. So, jetzt ist die Betonung richtig gewesen. Nö. Vielen Dank. Schau mal wieder vorbei. Sicherlich. Wir haben jetzt alles ausgerüstet, ne? Ach komm, ich wollte noch was verkaufen. Und zwar... Die arktische Klinge. Das dreimal. Meine Fresse. Erhalte zweimal Geller und Erfahrungspunkte. Kann man das Ding ausrüsten? Nein. Ach, die kann man doch bestimmt nur im Kampf einsetzen, ne? Dann macht man das einmal und dann hat man doppelte Geller und Erfahrungspunkte für diesen einen einzigen Kampf. Oh mein Gott. Finde ich jetzt nicht so berauschend, muss ich ehrlich sagen. Wir holen uns jetzt aber noch das fehlende Element und zwar Windangriff. Wir haben ja ein Wappen. Und das binden wir doch an unser Wappenbild. Nein, den möchten wir nicht umändern. Den lassen wir bei Vortex. Sonst nur was? Nö. Wenn du etwas benötigst, kannst du zurückkommen. Natürlich. Natürlich kann ich das. Ich habe zwei gesunde Beine. So, und wir speichern nochmal, bevor wir in die weite Welt hinausgehen.
Jo. Komm wieder mal vorbei. So. Wir erkunden noch mal kurz. Gucken mal, ob hier nicht irgendeiner noch was zu sagen hat. Eigentlich habe ich ja Glück gehabt, so lange am Leben geblieben zu sein. Das Leben eines Traumjägers ist gefährlich, das darfst du mir glauben. Sicherlich. Meine Kneipe wird immer noch regelmäßig von Kunden besucht, obwohl die Stadt zerstört wurde. Trinken hilft manchen Leuten wohl durch schwere Zeiten. Ja, wohl wahr, wohl wahr. Oder bringt auch schwere Zeiten. Ne? So. Nein, wir gehen jetzt raus. Und sind wieder auf der Weltkarte. Und da ist auch ein Schild. Ja, gut. Das sagt uns nur, wo Edelheit und der Zugangkloster ist. Ein einziger Pillbook. Wetten, der flüchtet? Er hat gesagt. Toller Kampf. Ey, wirklich super spektakulär. Ohne Witz. So, wir wollen nach Westen. Westen ist bekanntlichermaßen auf einer Karte links. Wenn man die eingenordet hat. Hm. Zwei Ballons. Spektakulär. 128 normaler Angriff. So, wir gehen mal weiter. Hier oben war, glaube ich, nichts weiter, ne? Und schauen uns mal hier um. Da kommen wir nicht weiter. Da kommen wir nicht weiter, also gehen wir hier weiter. Und was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Den Bergpass. Und was uns in diesem Bergpass lauert, beziehungsweise erwarten wird, das seht ihr, meine Freunde, in der nächsten Folge. Also schaut euch die nächste Folge an. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.